Jetzt bin ich auf die weitere Story gespannt, also in Anführungszeichen und so. Es geht wieder in Schneidersitz. Und der Schal wird auch in den Zwischensequenzen länger. Findest du? Ja. Oh, das scheint so ein Überwesen zu sein. Mhm. So eine Mutter, so die Übermutter. Die Mutter alles Lebens, könnte man jetzt so sagen, wenn man es etwas philosophisch betrachten möchte. Ah, die Story wird weitergesetzt hier. Okay, ein Einzelner. Okay, man sieht den Fortschritt, wie sie was aufbauen. Genau. Um näher an den Himmel zu kommen. Könnte man sagen, ja. Oder an das Gotteswesen. Energie scheint da reingeleitet zu werden. Ach so. Sieht zumindest so aus. Dass die Energie anders genutzt wurde, als wie es sein sollte. Das muss gar nicht sein, aber es wäre natürlich möglich. Also die Energie ist kanalisiert worden. Mhm. So, jetzt haben wir den nächsten Weg frei. Dann würde ich sagen, spielst du weiter jetzt? Ja, okay. Nimm gerne das Gamepad in die Hand und mach weiter. Ich muss nur ganz kurz nebenbei eine Rundmail wegschicken. Wieso musst du eine Rundmail wegschicken? Ein neuer Let's Tell a Story Pod. Oh Mann. Ich pass schon auf, ich bin schon dabei. Ja, dann hol deinen Laptop so ran, dass das auch passt. Natürlich. Natürlich verlierst du wieder dein Stromkabel. Ist doch egal, das brauchen wir doch nicht. Deine Steckverbindungen sind sowieso genial von diesem Laptop. Ja. Also die halten immer mordsmäßig. Mach ja den Sound aus von deinem Laptop. Ich hab ihn doch aus, mach dir mal keine Sorgen. Ich mach mir gern Sorgen. Oh, sieht aber sehr schön aus. Ja, der Sand sieht ein bisschen anders aus. Rosa, ja. Der glitzert auch so schön. Der hat vorhin auch schon geglitzert. Ach so, wirklich? Mhm. Ist mir gar nicht aufgefallen. Speziell im Wind hat man es schön gesehen. Aber wir kommen dem einem Ursprungsberg, so von dem Anfang der Story mehr oder weniger, kommen wir immer näher. Ja, ich glaube, dass das unser Leitfaden sein wird, dass wir uns immer auf den hinbewegen müssen. Ja, genau. Aber das ist ja aus der Story, da wo wir uns hingekniet haben, aus der ersten, der Berg, wo die Energie hier irgendwie rauskommt. Sie, da, oh, die fliegt sogar raus. Die kommt sogar von dem. Also aus Richtung von diesem Berg. Wo fliegt das jetzt hin? Guck mal, wo das hinfliegt. Vielleicht kann man das irgendwie nachverfolgen, wo das jetzt hingeht. Irgendwo hinter uns. Ich denke nicht, dass wir das erreichen werden. Nee, vor allem, wenn hier unser Rückweg eh schon wieder weg ist. Okay. Okay, ich gehe mal hier. Ja, ich gehe hier abwärts und mach mal Sunsurfing. Sunsurfing. Ah, Sunsurfing. Nee, es ist wirklich total toll gemacht. Oh, da ist was. Oh ja, tatsächlich. Wieder so Ruine, wie es scheint. Ja, da ist auch schon wieder so ein Schal. Also so ein längerer Energiedings. Den man wieder aktivieren können. Es kann auch sein, dass das im Prinzip die Kapseln sind, mit denen wie die Energie hier runtergeschickt wird auf diese Erde. Und ja, wir halt dafür zuständig sind, dass man sie hier rauslässt, die Energie. Und dadurch vielleicht die Welt ein bisschen schöner wird durch das. Oh, was bist du? Oh. Bist denn du? Ach, so ein Stoffdrache mehr oder weniger. Wesen. Sehr witziges Wesen. Ja, das hat einen Schal. Hat das unseren Schal verlängert? Weiß ich nicht, habe ich gar nicht aufgepasst. Könnte sein. Sicher bin ich mir nicht. Das ist natürlich klar. Das Ding kommuniziert mit uns. Mhm. Das ist wirklich lustig. So auf die Art, folge mir. Mhm. Okay, ich mach es Stofffetzen, Stoffdrache. Dem müssen wir also folgen. Das ist auch schön. Unser Stoff-E-Drache. Stoff-E-Drache. Ich komm doch schon. Nicht so schnell. Fliegt's dir davon? Ja, mehr oder weniger. Ich komm nicht so schnell hoch wie du. Naja, das ist halt, wie soll ich sagen, ich finde es schon immer wieder ganz schön, wenn du eben auch mal so etwas ein bisschen verfolgen musst. Und schau, es spielt ja auch.
ja. und wartet auf uns. Es hat uns mehr oder weniger den Weg zum nächsten Ding gezeigt, um hier wieder jemanden rauszulassen oder irgendwas rauszulassen. Hat's gereicht? Ja, hat es. Okay. Was kommt jetzt raus? Kommt hier nochmal so ein Stoff-E-Drache raus? Ja, oh, sogar mehrere. Ganz viele. Das ist schon wirklich sehr, sehr schön gemacht. Oh, das trägt uns. Ja. Ach, wie schön ist das denn? Ich habe hier so irgendwie so geschrien und dann hat mich der aufgenommen. Toll. Lachen die? Das hört sich an wie Lachen. Oh, schau her, jetzt haben wir da doch was gefunden. Die haben uns da hingewiesen. Ja, die nächste Ruine mehr oder weniger. Oh, ein neuer Storypod. So eine, ja genau, so eine kleine Wand wieder. Scheint, als wären die eingeschlossen. Ja. Oder würde das bedeuten, dass die vorher viel, viel mehr Pflanzen hatten? Das könnte auch sein. Hm. Dass viel gewachsen ist unter der Herrschaft von diesen Leuten oder so. So. Seid ihr denn? Stoffedrachen. Meinst du? Die kommunizieren mit mir. Das ist voll toll irgendwie. Und kommen sich so geborgen vor, wenn die mit einem kommunizieren einfach. Deswegen kommt hier, glaube ich, auch keine Sprache vor einfach. Ja, weil er einfach die Fantasie mitspielen kann. Ja, das ist natürlich Hammer. Also ich glaube, dass das selbst, wenn man sich's angeguckt hat, auch selber nochmal Spaß macht, wenn man das selber spielt. Ja, doch, denke ich auch. Wenn man sich ganz anders hier nochmal reinversetzen kann. Also ich würde jedem empfehlen, der das Spiel, dem das gefällt, einfach im Nachhinein herzugehen und sich das selbst auch noch zu holen. Ja, oder zumindest mal nur die Demo auszuprobieren, weil in dem kurzen Stück von der Demo allein schon kommt schon so viel. So eine Sternschnuppe. Mhm. Wow, schau mal. Hey, unsere Stoffees. Die werden uns jetzt wahrscheinlich wieder irgendwo hintragen, wenn wir die aktivieren. Ah, hier hoch. Ah, da schau her. Das ist toll gelöst, sehr, sehr schön gelöst. Aha. Na gut, wir hätten auch hochfliegen können, weil die Energie hätten wir schon gehabt, um hier ehrlich zu sein. Oh, da fliegt einer ganz allein und einsam rum. Oh, komm halt hierher. Das ist schon geil. Da kommen dann nicht so viel. Nee. War aber dann klärt wie ein Blöder. Dann kommen alle. Ja, weil du nicht alle erreichst in dem Sinne. Man sagt, wie lange dass wir schon fliegen können. Ja, das ist schon unheimlich lang. Im Gegensatz zum Anfang. Wo wir noch nicht so weit konnten. Ja. So, sind wir auch schon wieder voll. So, Stoffedrachen. Wo gehen wir denn hin? Achso, ich folge euch einfach mal. Genau. Mal schauen, wo es hingeht. Ein bisschen singen. Oh, guck mal. Nimmt er mich wieder mit? Nee. Wollte nicht. Aber die gehen eine Verbindung mit dir ein, wenn sie in der Nähe sind. Ja, genau, dann fangen wir das Leuchten an. Haben wir ja davor gesehen, als wir bei dem anderen in der Nähe standen, dass diese Wesen untereinander sich mit der Energie anziehen. Ja, genau. Hier wieder Mords, das Gebäude im Sand versteckt. Kommen wir etwa den kanalisierenden Gebäude näher? Verstehst du, wie ich meine? Das, wie man da so gesehen hat, dass wieder Mords geleuchtet hat. Aber ich denke, dass das von allen, bei allen Gebäuden der Fall sein wird. Oder der Fall gewesen war. Es hat halt irgendwo ein bisschen was Trauriges von Untergang. Ja, irgendwo schon. Auch hier wird es ziemlich bedrohlich. Oh, hier wütet so eine Art Sturm im Inneren. Die Drachenwesen gehen auch nicht mit. Also, irgendwas scheint hier los zu sein. Ja, das auf jeden Fall. Wo seid ihr denn? Der will nicht weiter mit rein, wie es scheint. Mir gefällt es hier nicht.
Scheint so. Wir wollen hier nicht mit rein. Die haben uns nur weitergeleitet. Könnt ihr mich irgendwie hochtragen? Nee, die wollen hier gar nichts mehr machen. Ich glaube, die haben ihre Mission erfüllt. Sie wollten uns nur hierher bringen. Weiter nicht. Bis hierhin und nicht weiter. Wo müssen wir hin jetzt? Einfach mal, ich würde einfach mal in die Mitte reingehen. Hier den Weg so weiter? Na hier. Ja, würde ich mal schauen, was wir hier finden. Auf alle Fälle wirkt es hier drin schon sehr bedrohlich. Ja, so, ja gut, in so einem Sandschirm, das ist nie unbedingt lustig. Ja, aber auch die Musik hat sich verändert. Ja, das auf alle Fälle. Scheint es nicht weiter zu gehen. Nein, hier sind wir am Rand angekommen. Hier geht auch der Wind mal wieder stärker. Also irgendwas mit dem Turm hier wird sich schon auf sich haben. Und etwas mehr geradeaus. Du hast dich ja doch jetzt ziemlich rechts gehalten. Wie geradeaus? Also ja, da lang, wo dieses abgebrochene Stück ist, genau. Da ist er genauso wenig. So, hier ist auch nichts. Nee, nicht wirklich. Das ist alles so eine komische Mauer. Tatsächlich. Einfach mal entlang gehen an der Mauer. Bis uns der Sandsturm mal wieder wegträgt. Ja, nicht zu weit ran, aber zumindest an der Mauer entlang. Dass wir mal sehen, wie groß das Ganze ist, wo das überall hinführt. Ja, ziemlich verschüttet hier alles. Deswegen sieht man auch nicht unbedingt viel. Wir kommen aber auch nicht hoch. Ja, ich denke, es wird reichen, an der Mauer entlang zu gehen. Nicht unbedingt an die Mauer ran, das wird reichen. Da scheint irgendwie Licht drauf, siehst du das? Ich glaube, da müssen wir irgendwie hoch. Ja, das haben wir scheinbar aber jetzt erst gesehen, weil wir eben weiter weggegangen sind. Ja, das auf jeden Fall, weil von hier aus sieht man das kaum. Müssen wir mal schauen, ob wir da irgendwo von außen hochkommen. Ja. Oder wir hier hochschweben müssen. Aber wie bekommen wir dann wieder die Energie, wenn es nicht klappt? Tja. Das ist natürlich jetzt gerade die Frage. Hier ist ein Eingang. Nee, scheint so. Scheint nur so. Hier ist zwar ein Torbogen, aber hier geht es auch nicht rein. Mein Gamepad vibriert hier gerade. Ja? Ja. Hier scheint eine Präsenz im Turm zu sein. Also irgendwas hat es mit dem Turm schon auf sich. Und wenn hier das Gamepad vibriert. Mal hier wirklich probieren, hier hoch zu. Ich würde es mal versuchen, ja. Du könntest aber auch mal versuchen, ob du da auf den Träger jetzt raufkommst. Da. Auf dem vor mir? Ja. Ja, könnte ich probieren. Ja, sieht so aus, wie dass ich hier hochkomme. Warte mal, da war was links. Ob das was zu bedeuten hat oder ob das nur so eine Verzierung ist? Das ist, glaube ich, nur eine Verzierung. Okay. Hätte sein können. So ein Wartungsschacht. Komm hoch hier. Hier sieht es aber richtig aus. Ja, doch, definitiv. Aber wir hier so ohne weiteres hier hochspazieren können. Bin ich halt gerade merkwürdig. Da oben ist auch wieder so ein Leuchtedings. Ja, genau. Oh, okay. Da müssen wir hier rüberfliegen. Wie es scheint. Ja, perfekt. Ach, gerade noch. Okay. Es bewegt sich. Ja. Es sind wohl die Energieteile oder so. Ich glaube aber, da hier hätten wir wohl mit einer Treppe auch hochgehen können, so wie das aussieht. Hier sind Drachen drin. Ja, da sind Drachen drin, en masse. Ich glaube, die sind eingesperrt. Ja. Vielleicht werden die da drin ausgebeutet. Ach, deswegen sind die um den Turm hier. Ich glaube, die werden da drin ausgebeutet. Ey, wir werden hier auch hochgetragen. Ich glaube, wir müssen die befreien. Ja. Die haben uns wahrscheinlich um Hilfe gebeten. Und das ist jetzt nicht das Leuchtedings, was ich gerade gesehen habe? Nee, das ist noch weiter. Da vorne ist wieder so ein Wesen, wie wir sind, oder? Nee. Das ist wieder so eine... Aber ich würde da noch nicht weitergehen. Ja, genau, das dachte ich ja gerade eben. Hm. Wo ist jetzt das hingekommen? Aber hier sieht es nicht unbedingt aus, wie dass es hier irgendwo weitergeht.
Gut, wir können es zumindest mal versuchen. Ja. Eine? Ah, da noch. So. Schauen, was jetzt passiert. Also, so einen Ring haben wir wieder. Mhm. Aber dass hier nur ein einzige Energiequelle ist, das wundert mich halt gerade ein bisschen. Was passiert, wenn du die jetzt rufst?